Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal von Swiss Basketball, der FIBA und natürlich auf dem TV-Kanal von Regio TV Plus hier in der Sporthalle Biersfelden. Erstmals wieder mit 50 Zuschauerinnen und Zuschauern, also mit Publikum seit letzten November. Ich melde mich zu Spielbeginn. Meine Damen und Herren, es ist das letzte Spiel der regulären Meisterschaft der Saison 2020-21 hier in der Sporthalle Biersfelden. Die Mannschaft hat letzten Mittwoch auswärts in Lugano knapp verloren, 89-83. Die Verletztenliste der Starwings war nach diesem Spiel um eine Person länger, und zwar DeAndre Burns. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute in der Halle sind, werden DeAndre Burns nicht spielen sehen und auch sie am TV ebenfalls nicht, weil er hat sich am Knie verletzt und er wird sich für dieses bedeutungslose Spiel aus Sicht der Starwings, aus Sicht des Resultates heute schonen und sich hoffentlich gut vorbereiten können für das erste Playoff-Spiel. Wir haben hier im Bild die drei Schiedsrichter der Partie, Jean-Philippe Herbe, Antoine Marmi und José González. Links im Hintergrund sehen Sie die beiden Herren des Radio Fribourg, also alle Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Kanton Fribourg können live auf dem Radio Fribourg den Kommentar natürlich auf Französisch hören mit den Bildern aus der Übertragung auf Swiss Basketball. Vermutlich wird es da aber leider gewisse Differenzen haben, weil die Bilder aus der Halle fürs TV, also für YouTube und das TV, sind rund um 40 Sekunden verspätet auf dem Bildschirm. Die Verletztenliste der Starwings, wie gesagt, um eine Person länger. Mit der Nummer 0 der Mobiliar, Topscorer der Starwings, der Punkteleader Burns, DeAndre oben links, er wird heute nicht spielen. Dafür aber haben wir Matthew Millen, Milenkovic, Pausa, Weibel, Krill, Heile, Dave und Sheikh Sane im Einsatz. Die Liste der Verletzten: Burns, Kostic und Ilja Vranic. Drei wirklich wichtige und sehr gute Spieler, die dem Teams der Starwings schon über längere Zeit fehlen. Bei Fribourg Olympic: Gauthier, Mambala, Barnett, Marquise, Jackson, Grave, Maurice Hartzin, Kreiner, Schommer und Memisi. Es wird sich auch für die bevorstehenden Playoffs nicht viel ändern, weil die Starwings werden mit größter Wahrscheinlichkeit gegen Samassagno spielen müssen. Fribourg ist in der Tabelle auf Platz 3. Samassagno ist auf dem zweiten Platz und ich gehe mal davon aus, dass Samassagno heute nicht verlieren wird gegen Monte. Es ist zwar nicht unmöglich, aber es ist natürlich durchaus eine, sollte das so eintreffen, Massagno gewinnt, Fribourg könnte, sollte gewinnen heute aufgrund der Personalsituation der Starwings sowieso, dann wird es natürlich für die Starwings schwierig.
Das Zuschauerverteilkonzept in der Halle ist ganz einfach. Die Tribüne hinter der Bank der Friburger ist für die Friburger reserviert. Da sind nicht viele Leute mit dabei. Und die Tribüne hinter den Starwings sind für die Starwings reserviert. Und die gegenüberliegenden beiden Tribünen fürs Publikum ohne Kontakt zu den Teams. Die Restriktionen des Bundesamts für Gesundheit werden hier sehr streng angewendet. Es herrscht am Tisch der sogenannten offiziellen absolute Maskenpflicht. Das heißt, die drei Personen für die 24-Sekunden-Anlage, für die Zeit und für das Scoreboard und der Anschreiber sind gezwungen, sind verpflichtet, Masken zu tragen. Und alle außer jene Personen, die auf dem Feld agieren. Die Playoffs oder der Modus der Playoff-Spiele wurde letzte Woche anlässlich der Liga-Sitzung der Swiss Basketball League erneut geändert. Und zwar ist es jetzt so, nicht wie ursprünglich vorgesehen, ein Hin- und ein Rückspiel, sondern Best of Three. Das heißt, wer von drei Spielen zuerst zwei gewinnt, ist weiter. Die Playoffs beginnen am Mittwoch, 12. Mai, auswärts beim besser klassierten Team. Zwei Tage später, am Freitag, am 14. gibt es das Heimspiel hier in der Sporthalle Biersfelden um 19.30 Uhr. Und sollte es zu einem dritten Spiel kommen, dann wäre dies am Sonntag, dem 16. Mai, ebenfalls wieder beim Auswärtsteam. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass dies vermutlich San Masanio sein wird. Die ersten zwei Punkte für Fribourg Olympique, hier geworfen von der Nummer 5 von Marcus Jackson. Wir sehen jetzt hier Vit Milenkovic bei den Starwings mit der Nummer 8 im Aufbau. Er macht das gut. Er hat das
schon seit dem Ausfall von Branislav Kostic sehr gut erledigt. Und jetzt hier wieder ein Ballverlust. Offensichtlich soll da Nathan Krill die Hand zuletzt am Ball gehabt haben. Das sehen wir natürlich von hier aus nicht. Der Entscheid wird sicher korrekt sein. Und die Starwings erneut in ihrer Zonendefense. Die Zonendefense, die letztes Jahr, Entschuldigung, nicht letztes Jahr, aber letztes Spiel beim Cup-Halbfinal wirklich für Fribourg sehr schwierig war anzugreifen. Fribourg hatte damals auch nicht den besten Tag. Hier haben wir aus der Halbdistanz erstmal einen sehr guten Wurf von Sheikh Sané. Das Resultat 5-6. Hier im Replay ein sehr schöner Wurf noch einmal von Sheikh Sané. Sehr schöner Drei-Punkte-Wurf von Nathan Krill. 8-8. Und jetzt Matt Millen im Gegenangriff. Musste aber abbremsen, weil die Kontrolle des Balles nicht gewährleistet war. Und Vit Milenkovic. Und er versucht sich da durchzusetzen. Es gelingt ihm aber leider nicht. Er bleibt an der Defense hängen. Die Defense aber völlig korrekt. Da gibt es nichts einzuwenden. Und jetzt wieder Gegenangriff und ein wenig ein dubioser Pass da quer über das Feld. Oder sagen wir es mal so, eher ein Passversuch von Matt Millen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die wenigen, die wir hier in die Sporthalle Biersfelden einladen durften zum Spiel, alle voll diszipliniert in Maskenpracht. Und hier wieder ein kleiner Rempler an Sheikh Sané, der sich da nicht durchsetzen konnte. Zu 8, der Zwischenstand, gespielt rund 4,5 Minuten. Das wäre gut zu sehen, ob das wirklich stimmt. Die Starwing-Spieler scheinen hier mit dem Entscheid nicht einverstanden zu sein. Aber das ging offensichtlich allen zu schnell. Balleinwurf Fribourg erneut. Thank you.
Das scheint es sein übermäßiges Ausblocken. Das war ein übermäßiges Ausblocken des Fribourg-Spielers. Seit Weibel von den Starwings ist da drauf reingefallen und bekommt natürlich ganz klar das Foul. Und hier ein toller Querpass über das ganze Feld von Vit Milenkovic auf Matt Millen. zu 8, das Resultat nach rund 5,5 Minuten für Starwings hier in der Sporthalle Birsfelden gegen Fribourg Olympic. Da scheint ein wenig ein Geheuer zu sein. Die Starwings haben da die Kontrolle über den Ball verloren. Vit Milenkovic sollte vielleicht ein wenig weniger trippeln, sich auch schützen damit. Und hier sehen wir jetzt, Fribourg hat Probleme mit der Zone der Starwings. Ihr Spiel steht, ihr Spieler stehen auch in der 3-Sekunden-Zone. Aber das ist offensichtlich hier kein Problem. Da hat jetzt Sheikh Sane erneut den Korb wieder nicht getroffen. Und im Gegenangriff gibt es da einen Lüpfer zum Korb hier in der Wiederholung. Er lüpft den Ball in die Höhe. Und wir gehen jetzt zum ersten Timeout von den Starwings. Den virtuellen Eintritt zeigen wir Ihnen trotzdem noch, obwohl Sie natürlich jetzt in die Halle kommen können, meine Damen und Herren. Wenn Sie die Starwings unterstützen möchten, können Sie rechts neben dem Bild den QR-Code von Twint scannen und Sie können den Betrag frei wählen. Es ist völlig anonym, Sie müssen keine persönlichen Angaben mitteilen. Also, es wäre toll, wenn Sie die Starwings mit diesem virtuellen Eintrittsgeld unterstützen möchten. Es sind noch rund 3 Minuten und 26 Sekunden zu spielen. Jetzt hier im ersten Viertel zwischen den Starwings und Fribourg Olympic. Ich präsentiere Ihnen die Filmcrew von Starwings TV. Wir haben an den Kameras Thomas Waltis, Andy Miraka und Matteo Zussmann, sowie Marco Waltis als Regieassistent,
der für die Verbindungen zu den Medien verantwortlich ist. Und Ivan Donati am Replay und Urs Rendisbacher für Ton und Regie. Heute sehen Sie nur ein rotes T-Shirt als Mobiliar Topscorer T-Shirt. Jetzt derjenige Spieler Arnaud Couture, der da vor Matt Millen noch gesprungen ist. Er ist heute der einzige Mobiliar Topscorer auf dem Feld. DeAndre Burns verletzt bei den Starvings. Er wird keine Gelegenheit haben. Er wird keine Gelegenheit haben, heute auf Punktejagd zu gehen. Es geht wahnsinnig schnell im Basketball. Vorne zwei Punkte nicht gemacht. Dann ist man im Gegenangriff sofort natürlich mit zwei Punkten bedient vom Gegner. Zu 15, das Resultat rund 2 Minuten und 7 Sekunden vor dem Ende des ersten Viertels. Wenn dieser junge Mann nur treffen würde, sein dritter Versuch, sein dritter Fehlwurf, hätte er alle gemacht, wären wir 6 Punkte mehr oder reicher bei dem Starvings-Konto. Und Sie sehen, wie schnell das geht. Auf der Gegenseite gibt es sofort 2 Punkte und das macht schlussendlich im Basketball sehr viel aus aufs Resultat. Das sind jetzt anstatt, sagen wir jetzt einmal 18-17, sind es natürlich jetzt plötzlich 12-17. Und jetzt Krill versucht es auch wieder mit einem Dreier. Und dieses Mal Sheikh Sane erfolgreich im Offensivrebound. Und er versenkt den Punkt und reduziert den Rückstand auf 14-17. Hier bestand wieder eine Einladung für Fribourg Olympic zum Freiwurf oder besser gesagt natürlich zum 3-Punkte-Wettbewerb. Wirf, weil es verteidigt niemand. Und das ist natürlich völlig ungenügend. Einmal mehr in der Starvings Defense, dass es nicht im Konzept vorgesehen ist, hier die Spieler nicht einfach werfen zu lassen. Auf der Shotclock sind noch 4,5 Sekunden. Die Starvings werden jetzt unter Druck sein, innerhalb von 4,5 Sekunden die Aktion mit einem Korbversuch abschließen zu können. Nathan Krill, er wurde gefoult. Und aufgrund der Tatsache, dass das Fribourg Olympic bereits 5 Mannschaftsfoul hat, darf er natürlich jetzt 2 Freiwürfe nehmen. Und das Resultat jetzt. Was ist das? Was war das für eine Aktion?
Das ist mir jetzt leider entgangen, was da für eine Verwarnung an Sheikh Sane gesprochen wurde. Er ist jetzt wütend. Er hat den Rebound geholt gegen zwei andere Friburger Spieler. Und Dawe wurde auf dem Weg zum Korb gefoult. Das ist übrigens seine Waffe. Sebastian Dawe ist unglaublich schnell bei seinem ersten Schritt. Es ist für jeden Verteidiger sehr, sehr schwierig, ihn nach seinem ersten Schritt zu stoppen. Er ist jetzt an der Freiwurflinie hier im Bild. Sebastian Dawe, Jahrgang 1997, 23 Jahre alt. Er hat jetzt zwei Freiwürfe zu gut. Und jetzt sehen wir hier, der Coach von Fribourg Olympique, vielleicht zeigt uns einmal die Kamera, wie er ständig vor dem Tisch herumwirbelt. Fragen muss man sich natürlich, wieso man diese weißen Striche da auf dem Boden platziert, wenn sie konstant überschritten werden. Jetzt ein wenig fast unnötiges Foul begangen von Vit Mielenkovic. Das wäre nicht nötig gewesen. Es wäre sowieso zum Floater gekommen. Sehr schwierig zu verteidigen. Und im Prinzip gewährt er jetzt dem Spieler mit der Nummer 3, Sean Barnett, eigentlich ein Erst-Mai-Geschenk, indem er an die Freiwurflinie kann und zwei Freiwürfe nehmen kann. Star Wings, 19 Fribourg Olympique. Das erste Viertel ist vorbei. Die Star Wings im Einsatz ohne DeAndre Burns und ohne die Verletzten Ilija Vranić und Branislav Kostic. Ich melde mich wieder zurück für das zweite Viertel.
an der Nervosität des Fribourger Trainers Alexis ist es natürlich zu erkennen, ob seine Mannschaft gut spielt oder nicht. Und heute ist er nicht zufrieden. Er ist nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, mit den Entscheidungen der Schiedsrichter. Und die Star Wings machen aus der Not eine Tugend. Sie müssen verzichten auf ihren Topscorer, auf ihren Mobiliar-Topscorer DeAndre Burns, der sich im Auswärtsspiel gegen Lugano verletzt hat. Hier scheint, beachten Sie einmal die Situation zwischen Nathan Krill und der Nummer 12 von Fribourg, dem Spieler Alexander Hart. Hier scheint ein kleine Auseinandersetzung zu sein auf dem Feld. Der Nummer 12 wurde bereits das Foul gepfiffen. Und trotz der Intervention auf die Hand von Matt Millen, welche hier nicht geahndet wurde, gelingt ihm dieser Wurf. 20-19. Das Resultat, die Mannschaft verteidigt im Moment auch besser. Jawohl, hier wurde Vit Milenkovic gestoppt durch Morris, der da mit den Händen interveniert hat. 20-19, das Resultat zwischen Fribourg Olympique und Star Wings hier in der Sporthalle Biersfelden. Heute, wie bereits im ersten Viertel erwähnt, wieder mit 50 Zuschauerinnen und Zuschauern, welche Gelegenheit jetzt haben, erstmals seit November wieder ein Spiel anzuschauen. Und Sebastian Dawe, hier wurde er gehalten, aber das hat der Schiedsrichter offensichtlich nicht gesehen und verlor den Ball, konnte nicht zum Korb hinaufgehen und das ist natürlich sehr, sehr ungeschickt, weil Matt Millen hat ihn von hinten nicht kommen sehen. Im Gegenangriff ein toller Pass von Nathan Krill auf Matt Miller, der aber dann zu spät realisiert hat, dass er verfolgt wird von einem Verteidiger. Das Spiel hat ein wenig jetzt im Moment an Geschwindigkeit zugenommen. Und dieser Baseline-Pass auf Sebastian Dawe war nicht sehr optimal von Vit Milenkovic. Er hat auch das Gleichgewicht verloren oder es wurde ihm nachgeholfen, dass er das Gleichgewicht verliert an der Baseline entlang. Und die Friburger scheinen jetzt aber nach wie vor sehr große Probleme mit der fast statischen stehenden Zoneverteidigung der Star Wings zu haben. Vit Milenkovic verteidigt den Jackson auf der anderen Seite. Jackson hier aber trotzdem erfolgreich für Fribourg mit einem Dreier und Fribourg geht um 2 Punkte in Führung. Hier bei der Ballübergabe an Millen wird da gestoßen rund da in den Rücken von Matt. Krill im 1 gegen 1 gegen Alexander Hart, aber da ist es nicht zu einem Ende gekommen. Hier pfeift der Schiedsrichter ein Schrittfehler an Shake Sunny. Zurück aufs Feld, jetzt Jafet Heile, der 21-jährige Spieler aus Zürich, der jetzt diese Saison in Basel bei den Star Wings spielt. Thank you.
Die Aufbauspiele bei den Starwings werden immer größer. Schlussendlich hat jetzt noch Sheikh Sane das Spiel, den Ball über die Mitte gebracht und Vid Milenkovic scheint hier ein wenig müde geworden zu sein. Die Konzentration hat nachgelassen. Er sollte natürlich sich voll und ganz konzentrieren, die Ballkontrolle zu behalten und den Ball abzudrehen. Hier ein neuer Problem und früher. Und jetzt mittlerweile, meine Damen und Herren, technisches Foul gegen die Bank von Fribourg. Zu 24, das Resultat mittlerweile nach 3 Minuten im zweiten Viertel. Fribourg mit technischem Foul bestraft, Einwurf für die Starwings. Es läuft Fribourg einmal mehr nicht und die Toleranzgrenze für Entscheidungen gegen Fribourg zu pfeifen, die wird immer größer. Und die Spieler von Fribourg reklamieren, sie stoßen, sie sind unzufrieden, man sieht es ihnen an, sie hadern mit den Schiedsrichtern und die üblicherweise große Toleranz nach einem gepfiffenen technischen Foul gegenüber der Mannschaft ist gegeben. Jetzt aber da wieder ein Fehleinwurf. Und jetzt wieder der Schiedsrichter von Fribourg. Hier sehen wir ihn im Bild am Diskutieren mit dem Schiedsrichter. Der Trainer ist nicht zufrieden. Petar Aleksic ist nicht zufrieden mit den Entscheidungen der drei Unparteiischen hier auf dem Feld. Auffallend jetzt bei diesem Spiel, das wir jetzt gesehen haben, der Ball wird nicht viel getrippelt. Der Ball wird gepasst und zum Schluss hatte Vid Milenkovic einen tollen Dreier. Und jetzt hier wieder ein Foul von Arnaud Couture. Es ist sein zweites Foul. Der Mobiliar Topscorer von Fribourg Olympique hat jetzt sein zweites Foul gemacht.
Er scheint sauer zu sein. Das sieht man auf der Bank. Und er scheint wirklich nicht zufrieden zu sein mit sich selber oder mit den Schiedsrichtern. Das ist noch sehr unklar. Aber auf jeden Fall hat er hier ein Frustoffensivfoul gemacht. Die Star Wings ohne ihren wirklich ausgebildeten, qualifizierten Aufbauspieler schlagen sich gut. Da hier wurde jetzt ein Foul an Sheikh Sane gepfiffen. Würde das gerne im Replay sehen, wenn das möglich ist. Weil das ist relativ eine Kuriose, leider nicht mehr möglich, das zu anzuschauen. Also bleibt es Ihnen nicht anders übrig, als auf einem der YouTube-Kanäle die Szene dann nachzuschauen, was wir dann machen werden. Da sieht man aber doch, dass natürlich hier der Aufbauspieler fehlt. Einwurf klappt nicht. Das ist der x-te Verlust, Ballverlust durch Fehleinwurf. Und mit Milenkovic sollte den Ball früher abgeben, dann würde er sich da einige Sachen ersparen. Krill, Nathan Krill hat hier die Balance verloren. Offensichtlich hat er da mit einem großen Widerstand durch die Defense gerechnet, die nicht gekommen ist. Und da war er wohl zu schnell, zu intensiv und hat dann die Balance verloren und ist da hinten rausgeflogen. An der Endlinie hoffen wir, dass das natürlich besser wird. Die Star Wings sind gut im Spiel. 24-29. Fribourg ist genervt vom ersten bis zum letzten Spieler inklusive Coach. Der ruhigste ist noch der Assistant Coach. Und natürlich der Spieler mit der Nummer 3 von Fribourg, Sean Barnett, der ganz cool sich verhält und hier einfach ganz cool diese Punkte gemacht hat. Jawohl, ein gutes Zuspiel von Nathan Krill auf Jafet Heile. 26-32 ist natürlich gegen eine gute Mannschaft wie Olympique gar eine gute Ausgangslage für die bald kommende Halbzeit. Noch rund 3 Minuten und 52 Sekunden jetzt zu spielen hier in der Sporthalle Biersfelden zwischen Fribourg, Olympique und den Star Wings. An der Freiwurflinie sehen wir jetzt Sheikh Sane, der den ersten Freiwurf nicht macht. Thank you.
Aber beim zweiten ist er erfolgreich. Die Star Wings verkürzen auf minus 5 Punkte. Jawohl, ein schöner Hakenwurf von Jafet Heile jetzt hier unter dem Korb, aber da hat jemand geschlafen. Mit der Nummer 6, Grave geht einfach so zum Korb und Fribourg erhöht auf 7 Punkte. Hier eine gute Aktion von Said Weibel, der dem Fribourg-Spieler in der Luft den Ball anschmeißt, damit er die letzte Berührung ist und der Ball geht zurück an die Star Wings. Und obwohl gehalten und gestoßen, ein schöner Ableger von Vit Milenkovic hier und er verkürzt auf 31 zu 36. Erneut ein Foul von der Spieler Nummer 14, Christian Greiner. Ah, vermutlich hat er hier das eher mit Wrestling, anscheinend mit Basketball verwechselt. Dieses Niederschmettern, hier sehen wir es nochmals links im Bild. Vielleicht bekommen wir das nochmals zu sehen. Das war natürlich eine interessante Szene. Vor allem, was interessant ist, dass es kein Foul sein sollte. Da sieht man, wie subjektiv die Sichtweise auf gewisse Situationen innerhalb eines Spielers oder innerhalb eines Spiels sein kann. Fribourg Olympique, 31 die Star Wings, meine Damen und Herren, das letzte Zwischenrundenspiel vor dem Ende der regulären Meisterschaft ist voll im Gang hier in der Sporthalle Biersfelden und erstmals seit November 2020 wieder mit 50 Zuschauerinnen und Zuschauern. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen sich hier natürlich live die beiden Teams spielen zu sehen. Die Trefferquote bei den 2-Punkte-Versuchen bei den Star Wings ist bei rund 44, bei Fribourg bei 46%, bei den 3-Punkten sind die Star Wings bei 37 und Fribourg erneut nur bei 28. Ihrem Bild jetzt Sheikh Sahne für seine 2 Freiwürfe. Und da
das Resultat. 1 Minute und 46 Sekunden vor der Pause ist bei 36 für die Starwings und 33 für Fribourg. Erneut ein Ballverlust. Hätte man auch 3 Sekunden von der Nummer 14 pfeifen können, der bereits 5 Sekunden in der Zone der Starwings sich aufgehalten hat. Hier war ein gut gedachter Pass von Sheikh Sane Afid Milenkovic, aber das hat wohl nicht geklappt. Der Ball ging ins Out, das hätte ein so Backdoor-Pass sein sollen, aber er wurde hier wohl nicht genau gegeben. Und eine Notsituationseinwurf der Starwings führt schlussendlich dazu, dass es 2 Punkte gibt, weil es nichts anderes übrig blieb, den Ball weit über die Hälfte einzuspielen, und Krill konnte den Ball abfangen und dann im 2 gegen 1 auf Sahne passen, der jetzt innerhalb einer Aktion auf 3 Punkte kommt. 36 zu 39, rund 1 Minute vor der Halbzeit. Gewisse Spieler von Fribourg scheinen hier Dauerparkscheine in der Zone der Starwings zu haben. Hier wurde der Gegenangriff von Krill notfallmäßig zurückgehalten und der Schiedsrichter entscheidet da völlig korrekt auf unsportliches Foul von hinten zurückgehalten. Und er konnte da nicht abschließen, Nathan Krill, und er bekommt jetzt dafür einen Freiwurf. Zu 39, das Resultat zur Halbzeit. Vermutlich jetzt, wenn nicht mehr viel passiert, wird nichts mehr groß ändern, außer es kommt noch zum Unentschieden oder zum einem höheren Rückstand. Es sind noch 's war natürlich jetzt unnötig vom Fribourg-Spieler die Werbung zu zerstören. Und er wurde natürlich für diese Aktion gleich noch damit bestraft, dass Sheikh Sane den Ball zwischen die Finger bekam. Und jetzt da noch einen Punkt machen konnte und gefoult wurde, meine Damen und Herren. 20 Sekunden vor dem Ende des zweiten Viertels ist es 39 zu 39. Sheikh Sane bekommt einen zusätzlichen Freiwurf, macht er diesen, gehen die Starwings erneut mit einem Punkt in Führung. Er macht es nicht, es ist unentschieden, es geht noch rund 17 Sekunden, 15. Meine Damen und Herren, das Spiel zwischen den Starwings und Fribourg Olympique. 39 zu 39. Man hätte sich ausmalen können, was vielleicht geschehen wäre, wenn beim Schweizer Cup Halbfinal alles gestimmt hätte. Und natürlich die Andre Burns mit Sheikh Sane. Damals, Sheikh Sane hatte nicht gespielt, einsatzfähig gewesen wäre. Ich verabschiede mich
jetzt bis etwa in 12 Minuten bin ich dann zurück. Rund um 18.33 Uhr. Wir zeigen Ihnen die Highlights in der Wiederholung der ersten Halbzeit.
Geschätzte Damen und Herren, Star Wings gegen Fribourg Olympique 39-39 nach dem Ende der ersten Halbzeit. Nicht erwartungsgemäß, vor allem auch darum, weil die Star Wings heute verletzungsbedingt auf DeAndre Burns, den Mobiliar-Topscorer der Star Wings, verzichten müssen. Wir dürfen gespannt sein, wie dieses Spiel jetzt vor allem im dritten Viertel weitergeht, weil vor allem im dritten Viertel entscheidende Aktionen werden stattfinden. Fribourg in der ersten Halbzeit sichtlich genervt über vermutlich die eigene Leistung, aber auch vermutlich über gewisse Entscheidungen der Schiedsrichter. Sie sind nicht zufrieden und wir dürfen gespannt auf die Reaktion der Friburger sein, die doch in solchen Situationen sehr erfahren sind und es natürlich sehr gut verstehen, auch in entscheidenden Momenten das Spiel zu drehen. Die Spieler bereits wieder auf dem Feld von Fribourg und wir dürfen jetzt natürlich mal gespannt sein, was werden wir von den Star Wings Spielern erwarten dürfen. Sheikh Sane, Nathan Krill, Vit Milenkovic, Matt Millen zusammen mit Sebastian Dave. Vit Milenkovic, der schon seit dem Ausfall von Branislav Kostic die Aufbauerfunktion übernommen hat. Und wir sind jetzt gespannt, wie er das handeln wird. Und jetzt Krill mit einem Verzweiflungswurf. Und Grave spaziert zum Korb, ohne da aufgehalten zu werden. Das war zu erwarten. Fribourg kommt zurück in die zweite Halbzeit. Sehr aggressiv, sehr korrekt aggressiv, wohlverstanden. Und sie werden sich das natürlich nicht gefallen lassen. Und Matt Millen schneidet zum Korb, bekommt einen Bodenpass von Nathan Krill. Und gleicht aus 41-41 hier im wirklich spannenden, tollen Spiel zwischen den beiden Mannschaften. Das Spiel generell qualitativ gut. Wir haben sehr tolle Spielszenen gesehen und von beiden Mannschaften gute Aktionen genießen können. Es waren wenig schlechte Sachen zu sehen, wenig unnötige, ungeschickte Ballverluste. Und hier sehen wir wieder, wie doch Sheikh Sane ein Turm und ein sicherer Wert im defensiven Rebound ist. Matt Millen, der hier zum Drei-Punkte-Wurf ansetzt, aber nicht trifft. Und Sebastian Dave hat versucht, das Gleiche zu machen wie in der ersten Hälfte seit Weibel dem Friburger Spieler in der Out-of-Balance-Position den Ball anzuschmeißen, aber das hat nicht geklappt. Und Sheikh Sane erneut mit einem defensiven Rebound, das hat er jetzt wirklich gut gemacht, der oft vor allem durch ein lokales Zeitungsinstitut oft kritisierte Sheikh Sane überzeugt heute wieder einmal mehr mit seinen defensiven Rebounds. Da hat man in der Wiederholung gesehen, wie von der Nummer 1 geschubst Sheikh Sane die Balance verloren hat in der Luft. Das wurde gepfiffen. Rechts im Bild Sebastian Dave beim Einwurf.
Und hier Vit Milenkovic mit einem Dreier aus fast 7 Metern. 44 zu 42 hier im Spiel zwischen den Star Wings und Fribourg Olympique. Wir haben nicht das Gefühl, dass es hier um den Drittplatzierten gegen den Zweitletzten geht. Wir haben eher das Gefühl, dass es um den Dritt- und den Viertplatzierten geht von der Stärke her. Da geht man zuerst mit dem Arm voraus, schiebt die Defense weg und dann kommt man auch zum Freiwurf. Vielleicht sehen wir das noch einmal in der Wiederholung, die war jetzt schon vorbei. Jawohl, hier mit dem Arm voraus, die Defense wegschieben und dann den Korbleger machen. Da wäre er fast am Ball gewesen. Das ist natürlich auch sehr typisch. Wie will man das sehr diplomatisch formulieren? Die Aggressivitätsmaßnahmen seitens der blauen Mannschaft haben jetzt dazu geführt, dass die Star Wings natürlich leicht unter die Räder gekommen sind jetzt in den letzten 2 Minuten. Man hat vor allem beim Stoßen und beim Halten ein wenig zugelegt. Und da kommt es natürlich jetzt darauf an, wie die Star Wings darauf reagieren werden, ob sie sich provozieren lassen. Oder auch die geeigneten spielerischen Mittel benutzen oder auswählen können, um dem entgegenzuhalten. Wie bereits erwähnt, wird das nach dem Ende, nach dem Abschluss dieser Vorrunde mit diesem Spiel die Playoffs gespielt, und zwar am Mittwoch, 12. Mai. Nächstes Wochenende findet am 8. Mai das Schweizer Cup-Finalspiel statt, welches auf dem Kanal des Westschweizer Fernsehen live übertragen wird. Am 12. Mai also das erste Playoff-Auswärtsspiel der Star Wings, entweder gegen Fribourg oder eben gegen Samassagno. 2 Tage später findet dann das Rückspiel statt, hier in der Sporthalle Wirsfelden am 14. Mai, Freitag, 14. Mai, 19.30 Uhr findet das Rückspiel statt. Und sollte es zu einem dritten Spiel kommen, dann wird das am Sonntag, 16. Mai, stattfinden, ebenfalls wieder auswärts beim Gegner der Star Wings. Man sollte natürlich Arno Couture nicht werfen lassen. Er trifft, ist einer der besten Schweizer Spieler überhaupt in der Swiss Basketball League. Er ist auch einer der Leistungsträger der Schweizer Nationalmannschaft. Jetzt einmal abgesehen von den beiden NBA-Vertretern, äh,
Capella und Sefolosha. Und hier haben wir einmal mehr Matt Millen, der Pech hatte im Dreipunktwurf. Und Fribourg ist jetzt immer noch die 7 Punkte voraus. 46 zu 53. Wenn die Starlings das jetzt dem entgegenhalten können und vielleicht sich wieder steigern können, dann dürfte es bis zum Ende des dritten Viertel wieder spannend werden. Wir haben jetzt das zweite Foul von Jafet Heile gesehen. Wie erwartet, Fribourg Olympic hat nach dem Anfang im dritten Viertel mit diesen, ein wenig rüden Methoden, aber jetzt zurück in ein normales Spiel gefunden. Sie spielen qualitativ natürlich jetzt wieder ruhiger, nachdem auch Arnold Couture wieder mit von der Partie ist und jetzt da einen tollen Pass gegeben hat, welcher aber nicht verwertet wurde. Da wurde Matt Millen wahrscheinlich nicht ganz bewusst, dass die weiße Linie die Seitenlinie ist und er sich da im Aus befindet, sollte er der Seitenlinie entlang auf die andere Seite trippeln, obwohl natürlich fast jeder Junior weiß, dass man das eigentlich gar nicht macht. Und jetzt hat Nathan Krill mit einem Dreier wieder verkürzt auf 49 zu 55. Da haben wir jetzt Sebastian wieder gesehen. Sebastian Dawe, wie ich bereits in der ersten Hälfte gesagt habe, sein erster Schritt, sein Antritt ist so unglaublich schnell. Und ein zweiter Dreier von Nathan Krill erhöht das Score auf 52 zu 55. Die Starwings haben sich da wieder ein wenig erholt. Sebastian Dawe wird jetzt aber korrekterweise mit einem Foul bestraft und das gibt zwei Freiwürfe für den gegnerischen Spieler. Thank you.
52 zu 57. Die Ausgangslage jetzt bald am Ende des dritten Viertels ist nicht schlecht. Die Starwings haben trotz Probleme sich relativ gut gemeistert. Anfänglich noch Probleme mit der Härte. Und sich dann aber erholt. Fribourg hat sich von der Überhärte verabschiedet und zurück zum qualitativ guten Spiel gefunden. Und mittlerweile sind wir wieder im Normalzustand hier bei beiden Mannschaften. Und wir dürfen gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Arno Couture hat jetzt da zwei Freiwürfe zu gut, weil die Starwings bereits 5 Teamfouls erreicht haben. Da die Aufbauposition heute nicht so glanzklar ist und auch Witt eine Pause braucht, bringt ab und zu sogar Nathan Krill den Ball über der Mitte. Nathan Krill übrigens multifunktional einsetzbar. Das haben wir jetzt gesehen. Er könnte auf der 5 spielen. Und er bringt den Ball über die Mitte. zu 57, zwei Freiwürfe für Nathan Krill, der jetzt da auf der Seitenlinie entlang gefoult wurde. Auch zwei Freiwürfe, weil auch Fribourg Olympique bereits 5 Teamfouls erreicht hat. Und er verkürzt auf 54 zu 57. Noch 27,5 Sekunden zu spielen. Das ist schade, es würde die Spannung im Spiel noch erhöhen, ein engeres Resultat. Übrigens, der Mobiliar-Topscorer von Fribourg Olympique hat Arno Couture bereits mit 4 persönlichen Fouls belastet. Das war jetzt ziemlich unnötig.
gibt zwei Freiwürfe. Hätte gereicht, nur die Hand hochzuheben. Vielleicht bekommen wir das nochmals zu sehen, ob das wirklich ein Foul war. Sie sehen jetzt da hier in der Wiederholung. Das war meines Erachtens überhaupt kein Foul. Vielleicht schauen wir uns das nochmals an. Und hier geht er nach oben. Er berührt ihn auf keine Weise beim Wurf. Hat einen Foul bekommen, für das er nichts gemacht hat. Und jetzt praktisch mit dem Schlusspfiff noch ein Foul an Vit Milenkovic nach dem langen Pass übers ganze Feld.56, Star Wings 59, Fribourg Olympic vor Beginn des vierten Viertels, meine Damen und Herren. Star Wings TV-Team heute an der Arbeit für Sie, damit Sie verschiedene Bilder bekommen, ist Thomas Waldis, Andy Miraka und Matteo Zussmann. Zwei weitere Kameras, die laufen von alleine und sind automatisch. Diese drei Herren versuchen ihnen gute Bilder zu liefern. Dann haben wir beim Replay und bei den Highlights Simon Donati und Marco Waldis als Regieassistent für die Verbindung zu den YouTube-Kanälen und zu Regio TV Plus, sowie unser Tonmeister und Regisseur Urs Rindisbacher. Mit diesem Spiel, das letzte der Zwischenrunde dieser doch etwas sehr, sehr speziellen Saison 2020-21, meine Damen und Herren. Das Team der Star Wings, gebeutelt durch zweimal Covid im Oktober und im Dezember. Gebeutelt durch den Ausfall, den verletzungsbedingten Ausfall, und zwar bis zum Saisonende, von Ilja Vranic und Branislav Kostic. Unklar ist, ob DeAndre Burns beim Playoff-Spiel wieder dabei sein wird. Heute hätte sich es nicht gelohnt, ihn da zu forcieren. Unabhängig vom Ausfall von DeAndre Burns, die Star Wings Spieler bringen heute wirklich eine tolle Leistung. Sie wurden arg kritisiert für die Niederlage im Tessin am vergangenen Mittwoch. Und da war natürlich die Situation umgekehrt. Die Star Wings waren die L'Equipe Abattre, weil damals der Lugano Tigers auf zwei Leistungsträger verzichten musste. Wie gesagt, die Saison war geprägt von Covid-Verletzungen und die Star Wings sind nie vom Fleck gekommen nach der ersten Covid-Welle im Oktober, wo sich 4 von 14 Spielern angesteckt haben. Gab es dann fast 6 Wochen keinen Nathan Krill zu sehen, der wirklich auf der Höhe war und auch eine volle Leistung erbringen konnte. Und bei der zweiten Welle bei den Star Wings, die zweite Covid-Welle im Dezember, die war wesentlich schlimmer, schwieriger. Es hatte da 7 Spieler erwischt und die waren zum Teil wirklich gar nicht gut in Form und wir mussten damals sogar das eine Spiel verschieben, welches geplant war. Wir waren da mit den Star Wings nicht in der Lage, bereits am 12. Tag wieder zu spielen. Es wurde um eine Woche verschoben.
gegen Bonco damals und es gab auch eine Niederlage. Zweimal Bonco nach Covid, zweimal eine Niederlage. Zwischendurch gab es Hochs, die Starwings haben aufgeholt, haben unerwartete, erfreuliche, aber auch verdiente Siege auswärts gelandet. Zum Beispiel gegen Neuchâtel oder auch der große Exploit hier im Köpfspiel zu Hause gegen den Gegner von heute, einfach unter einem anderen Vorzeichen. Und wir müssen da feststellen, dass die Saison wirklich sehr, sehr, sehr speziell war. Heute seit dem November 2020 erstmals wieder mit Zuschauerinnen und Zuschauern in der Sporthalle Biersfelden, was auch keine Selbstverständlichkeit war. Es war wirklich traurig zu sehen, dass die gegenüberliegenden Tribünen, die Sie hier im Bild haben, leer waren während praktisch der gesamten Meisterschaft. Und hier haben wir gesehen, wie Fribourg kurz den zweiten und dritten Gang reinmacht und wieder zulegt. Es geht schnell von von minus 3 auf minus 10. Haben Sie jetzt gesehen, dass Fribourg keine anderthalb Minuten dazu benötigte, um von plus 3 auf plus 10 zu erhöhen. Substanziell, das steht außer Frage, ist natürlich Fribourg Olympique ganz klar die bessere Mannschaft. Sie haben viel mehr Möglichkeiten zu wechseln. Sie haben auch in den Zentimetern in der Höhe viel mehr im Total bringen sie zusammen, wenn wir schon da mit Gauthier 2,3 Meter, dann Grave mit 2,4 Meter, Morris 2,2 Meter, Hart 2,10 Meter und natürlich der Kroate Kranja mit 2,8 Meter. Das sind Zentimeter, die die Starwings hier nicht zusammenbringen. Würde man die Länge der aller Spiele zusammenzählen, dann wären vermutlich die Friburger Spieler im Total natürlich um einiges größer als die Starwings. Der größte Spieler übrigens bei den Starwings ist Sheikh Sahne mit rund 2,7 Meter. ...56-66. Im Moment das Resultat zwischen Starwings und Fribourg Olympique. Und Matt Millen erhöht hier auf 59. Die Grafik, die bekommen wir sicher wieder zu sehen. Und die Regie hat den Wink erkannt, den ich da übers Mikrofon gegeben habe. Die Grafik ist zurück, meine Damen und Herren. 59 zu 69. Das geht sehr schnell. Auf der anderen Seite hat es auch wieder einen Dreier gegeben. Wir sind mittlerweile bei 7 Minuten und 20 Sekunden noch zu spielen. 61 zu 69.
was natürlich trotz allem beim heutigen Spiel ein wenig ins Gewicht fallen wird, sind die Ballverluste, die die Starwings verursacht haben. Das sind 18 Ballverluste von den Starwings, 10 hat Fribourg gemacht. Das heißt, das ist natürlich ein Umstand, der da hier schon sehr ins Gewicht fällt. ...72-61 mittlerweile für Olympique. Nathan Krill mit einem Dreier, mit der Schlusssirene der 24 Sekunden Shot Clock. Meine Damen und Herren, es sind noch 5 Minuten zu spielen hier in einem eigentlich sehr tollen Spiel zwischen Starwings und Fribourg Olympique. Qualitativ haben wir gute, sehr gute Sachen gesehen bei beiden Teams. Die Starwings heute ohne ihren Mobiliar-Topscorer DeAndre Burns, der sich beim Spiel letzten Mittwoch in Lugano am Knie leicht verletzt hat. Er konnte nicht spielen, es war geschwollen. Hoffen wir, dass es wieder besser ist, wenn es dann am Mittwoch, 12. Juni, auswärts zum ersten Playoff-Spiel entweder nach Fribourg oder nach Massagno geht. Im Moment sieht es so aus, als wäre vermutlich der Gegner im Cup, Entschuldigung, nicht im Cup, sondern in den Playoffs, nicht Massagno, sondern eher Fribourg, weil gemäß Tabelle sind die Friburger und Massagno punktegleich, aber Massagno war aufgrund der Punktedifferenz vor Fribourg. Nun ist es aber so, dass beim Spiel Monte gegen Massagno, Monte zu Hause mit 71-61 gegen Massagno gewonnen hat.
Das heißt, Fribourg wird mit einem Sieg hier in Birsfelden auf den zweiten Platz vorrücken und wird auch gleichzeitig der Viertelfinalgegner der Starwings sein. Minus 10 Punkte im Moment, 64 zu 74. Die Luft ist draußen bei den Starwings. Mir scheint, dass hier ein wenig die Energie weg ist. Diese Spieler, die heute jetzt auf dem Feld sind, die waren schon seit Beginn auf dem Feld. Und jetzt sehen wir wieder, wie Sebastian Dawe da nicht in der Lage ist, abzuschließen. Das geht schnell in der Liga. Man wird sofort mit einem Gegenangriff bestraft. Hier sehen wir, wie Robertson abschließt und auf 64 zu 76, 74 erhöht. 64 zu 74. Wie gesagt, stimmt meine Vermutung, dass Fribourg und Massagno ein unterschiedliches Punktegleichfahren, aber mit dem schlechteren Kopfverhältnis für Fribourg, wird Fribourg jetzt für die Playoffs auf den zweiten Platz vorrücken, weil Massagno auswärts in Monte verloren hat. Der Viertelfinal Playoff-Gegner der Starwings dürfte mit der heutigen Niederlage, die sich jetzt aber langsam doch abzeichnet, klar sein. Und das wäre erneut Fribourg Olympique. Das heißt, am 12. Mai, am Mittwoch 12. Mai, gäbe es ein Auswärtsspiel in Fribourg. Am Freitag, 14. Mai, hier in der Sporthalle Birsfelden, das Rückspiel gegen Fribourg erneut. Und gewinnt Fribourg beide Spiele, sind sie eine Runde weiter. Und für die Starwings wäre dann natürlich die Saison beendet. Eine Saison durchzogen, wie bereits gesagt, mit viel, viel Covid. Ein toller Dreier übrigens jetzt gerade von Sebastian Dawe. Wie gesagt, eine Saison mit sehr, sehr, sehr viel Covid. 11 von 14 Spielern waren schon positiv oder wurden positiv getestet. Und von diesen positiv Getesteten haben doch 4 Spieler recht aus, sagen wir einmal das so, haben schon sehr, sehr, sehr starke Auswirkungen gespürt dieser Covid-Erkrankungen. Und hatten wirklich Mühe, über längere Zeit da an ihre Leistungen anzuknüpfen. ...76 zu 76... Starwings gegen Fribourg Olympique. Auf Seiten der Friburger ein eher schwieriges Spiel am Anfang. Sie hatten Mühe, ins Spiel zu kommen. Sie haben viel reklamiert, sie haben Unzufriedenheit gezeigt, sie waren mit sich selber nicht zufrieden, sie waren mit Schiedsrichtern nicht zufrieden. Schlussendlich das dritte Viertel, vor allem am Anfang. Fribourg hat da wirklich mit Härte gezeigt, dass sie Fribourg sind und auch gut gespielt. Qualitativ gutes Basketball gezeigt. Dann der kleinere Einbruch wieder gegen Ende des dritten Viertels. Die Starwings haben aufgeholt und konnten da das Spiel ausgeglichen gestalten. Jetzt aber hat das gegen Ende des vierten Viertels doch bei den Starwings massiv nachgelassen. Es fehlt die Rotation, mit der Bank. Es sind immer die gleichen Spieler zu sehen. Nathan Krill hat eine gute Leistung gezeigt und ist auf 19 Punkte gekommen. Und dann haben wir noch Matthew Millen.
Das ist richtig mit dem Hinweis, den ich jetzt per WhatsApp bekommen habe. Es ist ganz klar, für die Qualifikation der Playoffs ist natürlich, und das ist logisch, der Gegner der Starwings weder Massagno noch Fribourg Olympique, sondern die Genfer. Starwings sind Letzter in diesem Achtergremium, welches für die Playoffs qualifiziert ist, und Genf sind Erste. Ganz klar, Starwings wird da mit sehr großer Wahrscheinlichkeit weder gegen Fribourg noch gegen Massagno, sondern gegen Genf spielen. Erster wird gegen den Achten spielen. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung. Hätte man noch gewonnen, dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit gewesen, da vorzurücken und Boncourt und Lugano zu überholen. Das war nicht der Fall. Jetzt scheint das ganz klar zu sein. Fribourg Olympique gewinnt hier das Spiel gegen die Starwings in der Sporthalle Biersfelden vor genau 50 Zuschauern plus dem Staff. Und Fribourg hat einmal mehr eine tolle Leistung gezeigt und hat ruhig gespielt, haben verschiedene Phasen selber durchlebt im Spiel, hatten Mühe mit der Zone, haben sich erholt und dann schlussendlich nach hartem Spiel, aber korrektem Spiel schlussendlich da durchgesetzt. Es war lange ausgeglichen, 41 zu 41. Arnold Couture, der schon seit geraumer Zeit mit 4 persönlichen Fouls spielt, hatte sich genervt und hat jetzt aber in der Schlussphase da für Fribourg doch die Kohlen aus dem Feuer geholt und hat seine Qualitäten, die er ohne Zweifel besitzt, gezeigt, dass er einer der wertvollsten Schweizer Spieler im Moment überhaupt ist hier in der Liga. Hier sehen wir den Mobiliar Topscorer von Fribourg Olympique beim Freiwurf. Wie gesagt, der Fall ist klar, die Starwings verlieren ihr letztes Zwischenrundenspiel gegen Fribourg Olympique. Das genaue Resultat ist noch nicht bekannt. Heute mit toller Leistung Nathan Krill, der doch, wie gesagt, mit 21 Punkten jetzt mittlerweile zu Buche steht. Ein Mann, der Vizemeister wurde in Holland, der große Qualitäten hat und der aber jetzt auch sehr, sehr müde zu sein scheint. Und wir hoffen, dass jetzt keine Verletzungen mehr da eintreffen und passieren bei den Starwings und bei auch natürlich den Friburger Spielern. Swiss Basketball übrigens hat mit der zweiten Division der Nationalliga B wird sie die Meisterschaft wieder aufnehmen. Ich persönlich bin, da haben wir jetzt ein schönes Dunking gesehen von Sebastian Dawe. Diesmal hat er sich nicht verletzt und ist nicht gestürzt. Die letzten beiden Male, als er das versucht hat, lag er am Boden und hat geweint, oder? Und hat sich gekrümmt, weil er sich da verletzt hatte. Und da war das Zuspiel doch nicht nicht präzise genug. Die Starwings haben erhöht auf 71 zu 83. Es werden jetzt da 12 Punkte sein. Das Spiel ist fertig, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, der Fall ist deutlich und klar. Die Starwings haben gegen einen wirklich tollen und starken Gegner aus Freiburg, Fribourg Olympique, ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt, haben da den Ausfall von DeAndre Burns wettgemacht
und zwar über weite Strecken. Verschiedene Personen haben da die Rolle des Playmakers übernommen, und zwar von Nathan Krill bis Matt Millen über Vit Milenkovic haben einige Spieler da den Ball über die Mitte gebracht. Und wir haben ein tolles Spiel gesehen zwischen zwei wirklich guten Mannschaften, die sich nichts geschenkt haben. Leider, wie gesagt, ist da der Covid-Teufel war im Starwings Leben voll drin, wie auch die Verletzungshexe, und hat natürlich da die Mannschaft arg gebeutelt und immer wieder zurückgeworfen auf diese Position. Die Auszeichnung des besten Spielers von Fribourg Olympique. Wie erwartet, der Spieler mit der Nummer 5 von Fribourg, nämlich Marquis Jackson. Vermutlich wird es jetzt bei den Starwings Nathan Krill sein. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuschauen auf Rego TV Plus. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen auf den YouTube-Kanälen von Swiss Basketball und der FIBA. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, tragen Sie Sorge, halten Sie Abstand, und wir begrüßen Sie wieder zum Heimspiel am 14. Mai um 19.30 Uhr. Versus coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. Now it's weird.